Seit wann bist du hier draußen, heiliger Mann? Seit der letzte Vollmond war, vielleicht auch länger. Weil die Wüste gnadenlos ist. Sie nimmt dir deine Selbstgefälligkeit, deine Illusionen und gibt dir die Möglichkeit, dich selbst im richtigen Licht zu sehen. Jemand wie du ist niemals allein. Ihr habt immer irgendeinen Geist oder sowas um euch. Ich habe Wasser für dich, Yeshua. So hat deine Mutter dich gerufen, richtig? Und dein Vater? Alles andere bedeutet ihm mehr als du. Mein Vater liebt mich. Er liebt sich selbst, sonst nichts. Oh, welcher Zorn. Du bist deines Vaters Sohn. Du bist ein leichtes Ziel. Wie alle schwach. Du vergeudest deine guten Vorsätze hier. Sie brauchen uns nicht, um sich zugrunde zu richten. Das machen sie schon selbst. Und das, was er von dir erwartet. Denkst du, irgendwen wird das kümmern? In 1000 Jahren lebende Menschen. Hast du gefunden, was du hier gesucht hast? Nein, ich werde da sein, solange es dauert. Du hältst dich für sein einziges Kind. Es gibt noch andere. Nein, es gibt nur mich. Es gibt nur mich. Was soll man dazu sagen? 40 Tage in der Wüste? Der Film, der zu Ostern ins Kino kommt und genau das richtige Thema betrachtet, nämlich Jesus. Also, die Bibel meint zu diesem Thema, und sogleich trieb der Geist Jesu in die Wüste. Jesu blieb 40 Tage in der Wüste und wurde von Satan in Versuchung geführt. Ein Kurzfilm könnte man da wirklich wunderbar mitmachen. Ob es zu 90 Minuten reicht, ist schwierig, aber der Regisseur hat sich einige Gedanken dazu gemacht. Er setzt einfach eine Familie, eine dreiköpfige Familie in die Wüste, die dort vor sich hin lebt. Die Mutter ist todsterbenskrank, der Sohn unglücklich, der Vater ein wenig despotisch. Und Jesu ist dann halt so eine Art, also Yeshua im Film, ist so eine Art Vermittler. Er ist eine Art Psychologe, versucht irgendwie es allen recht zu machen und kommt dann natürlich auch sehr in Konflikte, wessen Partei er jetzt ergreifen soll. Das ist so eine Geschichte, die eigentlich eher sehr bodenständig ist und die jedem passieren könnte von uns. Also der Film bringt sozusagen Jesus auf die Erde. Er beschäftigt sich eigentlich nur mit dem menschlichen Aspekt dieser Doppelfigur Jesu. Alles sehr geerdet, sehr staubig, sehr trocken und mitunter ein wenig langweilig. Immerhin hat das Drehbuch gerade mal 65 Seiten. Und normale Drehbücher in Hollywood haben mindestens das Doppelte bei 90 Minuten. Das heißt, man hat wenig Dialoge, man hat sehr viel über die Bildebene gearbeitet. Das ist sehr schön. Also der eigentliche Star ist nicht unbedingt Ewan McGregor als Yeshua, als Jesus, sondern tatsächlich der Kameramann einmal wieder. Ewan McGregor ist auf jeden Fall kein schlechter. Er ist vor allen Dingen ein total bekannter, berühmter Darsteller. Von daher zieht er natürlich den Film. Aber auch in die Doppelrolle, die er spielt, als Yeshua auf der einen Seite und der Teufel auf der anderen Seite, der ihn in Versuchung führt, ist okay. Aber wir haben schon wesentlich bessere Doppelrollen-Performances gesehen. Man muss solche Filme, in denen wirklich relativ wenig passiert, einfach mögen. Und man muss Filme, die nicht unbedingt handlungsgetrieben sind, mögen. Man muss Filme, die sehr bildfixiert sind, mögen. Dann kann man da, glaube ich, sehr viel für sich rausziehen. Und ich glaube auch, dass dann halt diese inhaltliche Komponente, diese Auseinandersetzung mit Jesus und mit den Aufgaben, die sich Jesus konfrontiert sieht, auch selber dann auseinanderzusetzen. Also finde, das ist so, das befruchtet auf jeden Fall. Man kann sich an dem Film reiben, man wird sehr gut eingeführt in den Film, man bleibt eine Weile sehr interessiert dabei und wird dann leider viel zu früh aus dem Film rausgehauen, weil das Finale wirklich, finde ich, nicht stimmig ist. Von daher 2,5, aber auf jeden Fall sehenswerte 2,5.